Gott. Ich will mein Aufgebraucht-Video machen in meiner neuen Wohnung. Ich zeige euch mal die Aufgebraucht-Box, die neue. Die hat sich nur fast halber zerlegt, wie ich sie heute in die Hand genommen habe. Bevor ich jetzt mit dem Aufgebraucht-Video anfange, es ist das Aufgebraucht von November und Dezember, habt ihr eh schon in der Überschrift gelesen. Weil im Dezember war ich zweimal krank. Ich hatte Anfang Dezember Corona. Ende Dezember war ich auch krank, hatte zwar kein Corona, aber das war viel schlimmer als Corona. Dass man das sagt, hätte ich mir niemals gedacht, aber das war viel, viel schlimmer als Corona. Und ja, deswegen, ich habe wirklich fast nichts aufgebraucht im Dezember. Und ich habe mir gedacht, okay, bevor da jetzt nur so 5, 6 Sachen vorkommen, ich habe einen Frosch im Hals, weil ich habe das Video vorher schon gedreht, bevor da 5, 6 Sachen kommen, habe ich mir gedacht, stopfe ich beide Monate in ein Video, was ja normalerweise nicht so mein Fall ist, aber ich habe mir gedacht, egal, ich mache das jetzt. Ich muss ein bisschen noch die Mitte finden, ne? Ich habe mir gedacht, ich mache das jetzt einmalig, hoffe ich mal. Ich hoffe, euch gefällt das so, aber jetzt habt ihr ein längeres Aufgebraucht-Video. Ich werde mir ein bisschen mehr Zeit lassen, ich habe vorher viel zu schnell gelabert, also lasse ich mir ein bisschen Zeit. Darf mir aber nicht zu lange Zeit lassen, weil ich noch wo anrufen sollte, eigentlich. Oder ich mache das Samstag, ich verschiebe das immer weiter nach hinten, aber egal. So, fangen wir an mit Seife. Das ist eine Limited Edition gewesen von Balea. Ja, man kann das viel, viel besser sehen als vorher. das habe ich Anfang November aufgebracht oder so. Es war noch so ein Sommerüberbleibsel, das war nämlich zuerst in der alten Wohnung. Es war ganz okay, aber das kann man ja eh nicht mehr kaufen. Aber ich finde, die Limited Edition Seifen sind immer, immer gut. Ich glaube, ich werde das da lieber neben mir hinwerfen, weil sonst macht das viel zu viel Lärm. So, Nachfüllbugs habe ich auch aufgebraucht. Einmal eine, also beide sind von Alverde, beide Nachfüllbugs. Einmal die Himbeerseife, die fand ich aber, wie gesagt, nicht so berauschend. Und einmal die Minze Bergamotte und die war ganz okay. Aber ich weiß nicht, ob ich mir das nochmal nachkaufe, wenn ich ehrlich sein darf. Dann habe ich leer gemacht. Ein Balea Duschgel, das Cookie. Das liebe ich. Ich liebe dieses Duschgel. Das war das beste Duschgel überhaupt. Gott sei Dank habe ich noch ein paar Backups, weil das war mein absolutes Lieblings-Balea-Duschgel nach der Zuckerschnute. Habe ich Gott sei Dank noch Backups. Reinigungstücher habe ich auch leer gemacht. Einmal die von Cadea Vera. Oder ist das Licht doch nicht so geil? Einmal die von Cadea Vera. Die gibt es ja leider nicht mehr. Jetzt gibt es aber andere und die finde ich auch sehr gut. Die seht ihr irgendwann einmal in einem Aufgebraucht-Video. Immer die Limited Editions kaufe ich ja immer von Cadea Vera. So wie Balea habe ich mir auch mal wieder vor kurzem die Limited Editions gekauft. Gleich zweimal. Ich habe sie zweimal leer gemacht. Ich finde die aber exakt von der Tuchstruktur nicht so gut wie die von Cadea Vera. Also die Balea würde ich mir nicht nochmal nachkaufen. Oha, ich habe sogar noch einmal die Cadea Vera Reinigungstücher aufgebraucht, wie ihr sehen könnt. So spannend ist es nicht, habe ich ja gesagt. Ich habe zweimal die Cadea Vera Lip Patches, jetzt wollte ich sagen, ich bin so verwirrt. Die Cadea Vera Lip Patches habe ich auch zweimal aufgebraucht. Fand ich auch gut. Das sind ja meine Lieblinge, aber ich glaube, die stellen die schon wieder um. Ich hoffe, dass die nicht aus dem Sortiment nehmen, sondern dass sie es nur umstellen. Eine Tuchmaske von Misha habe ich auch aufgebraucht. Die war auch sehr, sehr gut. Die, wenn ich nicht so viel hätte, würde ich mir noch Misha-Masken nachkaufen, aber ich habe einfach viel zu viele Tuchmasken. Ich muss ernsthaft welche aufbrauchen. Ich will heute auch wieder eine Hydrogelmaske machen, weil jetzt, wo es mir wieder besser geht, bin ich ein bisschen braver mit Masken machen. Noch einmal die Lip Patches habe ich aufgebraucht, diese sommerlichen. Einmal Kokos und einmal Kirsche. Liebe ich. Bisher gibt es aber leider nicht mehr. Ich hoffe aber wirklich, dass die dieses Jahr im Sommer wieder eine Limited Edition rausbringen. Aber das ist mal was Neues, nicht wieder dasselbe. Ich habe eine Nachfüllung leer gemacht, in Anführungsstrichen, von Nature Box, von meinem neuen Lieblingsshampoo. Ich habe mir auch heute wieder damit die Haare gewaschen und ich finde, meine Haare fangen so schön an zu glänzen mit dem und sie lassen sich viel, viel leichter stylen. Sie halten einen Tag länger und werden nicht so schnell fettig. Also ich liebe dieses Shampoo. Ich werde mir nur noch das nachkaufen.
Deswegen muss ich die anderen, die was ich dann noch als Backup habe, irgendwie aufbrauchen. Aber das ist das beste Shampoo, was ich jemals hatte. Wenn die mir das auflassen, werde ich wütend. Weil es gibt, glaube ich, nur 4 Varianten. Und Duschgel gibt es ja mehr. Die fand ich auch übrigens gut. Da hatte ich das Kokos. Das war auch sehr, sehr gut. Aber das Shampoo ist mein absoluter Favorit. Wirklich. So viele Masken. So. Eine Primark-Maske habe ich auch leer. Die fand ich aber nicht so gut. Die werde ich mir auch auf gar keinen Fall nachkaufen. Weil ich mag die Primark-Masken nicht. Die riechen so chemisch irgendwie und nee, werde ich mir keine mehr nachkaufen. Ich habe zwar noch irgendwo vereinzelt noch welche, die werdet ihr jetzt noch ein paar Mal sehen, aber nachkaufen werde ich sie mir nicht mehr. So, was haben wir dann noch? Keine Ahnung, was ich da als erstes rausnehmen soll. Augenpads habe ich auch wieder leer gemacht. Das waren die Isana mit Melone. Die waren auch, das war mein Magen, sorry. Die waren auch echt geil. Also ich habe da Gott sei Dank noch ein paar Backups, aber die waren wirklich gut. Dann habe ich noch Augenpads von Action aufgebraucht. Die hat mir nämlich eine Arbeitskollegin empfohlen. Ich finde die aber ehrlich gesagt nicht so gut. Die, ihr seht ja, wie die abbildet sind. Die legt man quasi so und so übers Auge. Ich habe immer halber die Dinger verloren. Also ich fand die nicht so besonders. Aber die Kollegin hat gesagt, ich soll sie probieren. Also probiert habe ich sie. Ich würde sie nicht nochmal nachkaufen. Welche ich auf jeden Fall nachkaufen würde, abgesehen, dass das jetzt eine Limited Edition ist, wären die Cadea Vera Augenpads. Ich liebe die. Und die Gurke, die Limited Edition, war ja sowieso absoluter Hammer, aber leider gibt es sie nicht mehr. Eine Probe habe ich leer gemacht, aber da war urwenig drinnen, die war überhaupt nicht gut. Ja, ich glaube, ich habe davon noch irgendwo was rumfliegen, aber schauen wir mal. Ich hoffe es mal nicht, aber ich glaube schon. Mir ist gerade aufgefallen, dass die Kamera ein bisschen schief steht, aber weil das Ladekabel so blöd da hängt. Sorry, wenn es jetzt schief ist. ja, die Cadea Vera Hydrogel-Maske habe ich aufgebaut. Das war aber so eine, also Hydrogel sind ja immer die, da oben habt ihr das Erdbild, was so 2 Teile hat. Die war sehr gut. Das Problem war nur, mir ist der untere Teil total in der Hand zerfallen, weil ich habe das so blöd genommen mit meinen Nägeln mit beiden Händen und ich habe es total zerfetzt. Man konnte das auch gar nicht mehr retten, leider. Aber ich mochte die sehr gerne. Ich glaube nur, dass die ganzen Cadea Vera Masken umstellen. Was ich noch leer gemacht habe von den Masken, war eine, auch wieder Cadea Vera, irgendwie bin ich da echt langweilig gewesen, die Melone. Die war ja urgut auch. Ihr wisst ja, ich liebe die Limited Edition Masken von Cadea Vera. Dann habe ich da ein Lippenpatch aufgebraucht von Balea. Das fand ich auch sehr gut. Das ist ja das Neue, was sie jetzt gerade aktuell rausgebracht haben. Dem bin ich ja so hinterhergejagt und habe das gebunkert, wie weiß ich nicht was. Richtig dämlich, obwohl ich hier so viel habe. So, eine Kokosampulle habe ich aufgebraucht. Die fand ich auch sehr, sehr gut. Also die werde ich mir noch ein paar Mal bunkern, weil ich habe gar nicht mehr so viele Ampullen. Habe ich vor kurzem gesehen. 2 Proben habe ich leer gemacht von Burlind. Einmal das Duschpeeling, was ich ja nicht so gut fand. Das hatte ich auch im Original. Und einmal das Effektpeeling und das fand ich mega. Das fand ich wirklich genial. Und wenn es das, ich habe gesehen, wir haben das in der Arbeit so in klein. Vielleicht frage ich da morgen, ob ich das haben darf, weil das fand ich wirklich, wirklich gut. Ich hoffe nur, die Kolleginnen haben es nicht noch schon austeilt, weil dann habe ich halt Pech. Aber das fand ich echt gut. Das hätte ich echt gern zum öfter benutzen mal und weiter anwenden, sage ich jetzt einmal. Ich habe ein bisschen Zahnpflegeprodukte aufgebraucht. Einmal von Sensident die Mundspülung in klein, die hat der Stefan noch einmal mit Herz hat. Ich glaube, die war von mir damals noch, wie ich bei ihm in der alten Wohnung übernachtet habe. Habe ich leer gemacht. War noch gut, keine Sorge. 2-mal habe ich meine Lieblingsmundspülung aufgebraucht. Von Colgate Plex oder Plax, oder Plax, die Tea Lemon, die ist so geil. Also die ist so mega geil, ich liebe sie. Ich habe sie auch gerade wieder aktuell in Benutzung und habe noch ein Backup. Ich würde die mir immer wieder nachkaufen. Und ich hoffe, die lassen die nicht auf. Weil dann werde ich sauer. Aber wirklich. 2 Zahncreme habe ich auch leer gemacht. Einmal von Terra Naturi, die Karieschutz 5 in 1. Die gibt es so nicht mehr. Die wurde so in der Form aufgelassen. Und sie haben aber 2 neue Sorten rausgebracht. Ich habe sie noch nicht verwendet, weil ich habe noch zu viel Zahnpflege daheim leider.
Weil sonst würde ich mir die hier auch nachkaufen. Das war von Dental Delight, die Berry Blast. Und die war urgeil. Die war mega geil. Und wenn ich weniger haben sollte und die erwische ich noch beim Pieper, werde ich mir die nachkaufen. Weil die war wirklich gut. Jetzt habe ich nämlich eine andere und ich habe das Gefühl, die macht meine Zähne immer gelber. Ich trinke nämlich viel Kaffee und die Berry Blast hat das eben ein bisschen ins Gleichgewicht gebracht und die, was ich jetzt habe, die, das klappt irgendwie gar nicht. Nochmal zwei Ampullen habe ich leer. Einmal die Ingwer und einmal die Glow Ampulle. Ich weiß auch gar nicht, von welcher ich noch Backups habe, aber das seht ihr dann in den aufgebraucht Videos. Ein paar Duftproben habe ich auch leer gemacht. Von Moschino, das Fresh Couture, habe ich einmal leer gemacht. Ich liebe ja den Duft, aber ich bin irgendwie zu geizig, mir den nachzukaufen, weil ich habe zwei volle Ikea-Boxen mit Düfte. Ihr könnt euch schon mal auf das Sammlungsvideo freuen, ich bin schon gespannt, wie ich das machen soll. Aber der ist richtig geil. Aber ich würde mir dabei nicht nachkaufen, ich habe eh so viele Düfte. Wenn ich mir einen auf gar keinen Fall nachkaufen würde, wäre das der von Dolce Gabbana, der Lily. Der hat ja überhaupt nicht gehalten. Ich weiß, es ist ein Eau de Toilette, aber für den Preis, was diese Dolce Gabbana, Dolce Düfte heißen die, glaube ich, genau, kosten, finde ich das echt eine Frechheit, dass die überhaupt nicht halten. Noch eine Duftprobe habe ich leer gemacht von Alien, von Terry Mugler. Beides ist Eau de Parfum. Einmal ist es das Alien Gutes und einmal das klassische Alien. Ich liebe den goldenen. Der ist mega, das ist der Gutes. Der ist so geil. Der lilane hat mir komischerweise auch auf meiner Haut gefallen. Er hat mich jetzt nicht so umgehaut wie der goldene, aber der lilane ist gar nicht so schlecht an mir. Ich weiß nicht, warum ich immer gedacht habe, der stinkt an mir. So. In Kombi, da bin ich auf der Couch gelegen und da war es schon wie so ein Doofkopf. Ich habe einmal eine Fußmaske und einmal eine Handmaske aufgebraucht von Balea. Die Handmaske fand ich ganz okay. Mich hat es ein bisschen gestört, dass es dann Frosch im Hals, dass das zwischen die Fingernägel klebt ist. Das hat mir gar nicht gefallen. Hat auch eine Weile gebraucht, bis ich das aus den Fingernägeln rausgekriegt habe. Deswegen würde ich mir sowas handschuhmaskenmäßig nicht mehr kaufen. Ich glaube, ich habe aber irgendwo noch eine oder zwei. Welche ich mir aber vielleicht wieder nachkaufen würde, wäre die Balea bedruckte Fußsockenmaske Buttermilch-Zitrone, aber nur wegen dem Duft. Ich habe Gott sei Dank noch ein Backup. Ich finde den, das, man muss halt liegen bleiben, wenn man die Dinger halt trägt, aber ich weiß nicht. So einmal im Monat, ich sag das nur wegen diesem dämlichen Duft, ihr kennt mich, oder? Nur weil da Buttermilch-Zitrone draufsteht. Es ist einfach mühsam. Ich habe Gott sei Dank noch ein Backup. Wir werden es sicher im nächsten aufgebrauchten wiedersehen. Kurzerstickungsgefahr. Es ist jetzt nicht unbedingt notwendig, sage ich jetzt einmal, dass man Fuß- oder Handmasken verwendet. Für mich jetzt zum Beispiel nicht. Also ich kann auch verzichten drauf. Ich habe es halt nur mir eingebildet, weil es halt diese Buttermilch-Zitrone-Duft ist. Und die Handmaske, die ich euch gerade gezeigt habe, die habe ich mir in Bad Ischl gekauft, weil ich wollte eigentlich im Hotel machen, habe es aber dann vergessen. Ja. Also so ein richtiger Fan, ich weiß auch nicht, wie ich das finden soll. Ich widerspreche mich jetzt voll, aber ich habe keine Ahnung, wie ich es finde. Ich finde das irgendwie komisch, wenn ich da auf der Bank sitze mit Fuß- und Handmasken und schaue da so aus wie ein Vollkoffer, aber ich weiß es nicht. Ich bin mir echt unsicher. Aber ich habe ja eh noch ein paar davon. Also gucken wir mal, wie ich mich anfreunde damit. Ich habe auch Lippenmasken von Action aufgebraucht. Ich würde mir die goldene nicht mehr nachkaufen, sondern nur noch diese rote. Also die ist eher so rosa, wenn man sie auf die Lippen drauf gibt. Die würde ich mir eher nachkaufen als die goldene, weil die goldene verliert so Glitzerpartikel und das mag ich nicht mehr. Aber die rote würde ich mir auf jeden Fall wieder nachkaufen, die goldene nicht mehr. Wenn ich jetzt meine Backups leer habe, würde ich mir die nicht nochmal nachkaufen. Noch einmal zweimal die Gute-Nacht-Ampulle habe ich sogar aufgebraucht. Die gibt es ja leider auch nicht mehr. Habe ich zweimal leer gemacht. Dann habe ich leer ein Reinigungsöl. Das war gar nicht schlecht, aber ich bleibe bei Drogerieprodukten. Das war nämlich von einer koreanischen Marke und ich komme an das sowieso nicht dran. Und ich sehe gerade, dass das so staubig ist. Ich komme an das eh nicht dran, deswegen nachkaufen würde ich es mir ehrlich gesagt nicht. Von Cathea Vera gab es einen Weihnachtsaufsteller mit Limited Edition
das war kein deutscher Satz. Von Kadea Vera gab es einen Weihnachtsaufsteller, ich habe den auch auf Instagram gepostet, mit Augenbits, Masken in Weihnachtsform. Ich habe schon mal leer gemacht, ich habe ein paar jetzt noch aufgebraucht, die restlichen, ich habe noch ein paar Backups, habe ich mir jetzt für nächstes Jahr aufgehoben. Ich habe von den Augenbits leer gemacht, die Rudolfs Look, die war ursüß. Also die Verpackung ist auch mega süß, ihr werdet sie sicher in einem Haul auch nochmal sehen. Leider kriegt sie die nicht mehr, deswegen habe ich die auch auf Instagram postet. Damit ihr euch sie holen könnt, weil die fand ich so mega süß, die Kollektion. Ich bin richtig ausgeflippt, wie ich das gesehen habe. Die fand ich echt cool. Das war aber eher so eine Art Tuchmaske, nicht so eine Hydrogen, sondern eher eine Tuchmaske. Ich fand die echt cool. Ich finde, die sollten eher so Tuchmasken für die Augen auch ins Sortiment nehmen, mit so einem Muster oder so, aber ich glaube, das machen die nicht. Welche ich nicht so gut fand, waren die Hydrogel-Augenpads Magic Dream. Die sind die dauernd weggerutscht. Die schauen so aus. Die fand ich nicht gut, leider. Hab sie aber, glaube ich, noch einmal als Backup. Aber die mochte ich jetzt exakt nicht so, weil die mir so extrem von den Augen weggerutscht ist. Dann habe ich noch einmal die Hydrogen, schon wieder Augenpads von Balea, die Chocolate Dream. Ja, denen bin ich ja extrem hinterhergelaufen, habe mir so viele Backups gekauft. Ich mag aber die weiße Schokolade lieber als die dunkle. Ich finde, die dunkle riecht mir ein bisschen zu künstlich. Aber die Verpackung ist halt so mega, ne? Die Verpackung ist wirklich mega süß. Aber ja, ich bereue es ein bisschen, dass ich mir so viele Backups gekauft habe. War nicht unbedingt notwendig. Aber ja, ich habe sie aber auch zu Weihnachten verschenkt. So, dann habe ich schmierige Proben leer gemacht. Keine Ahnung, warum die so schmierig klebrig sind. Von Shiseido habe ich zwei Reinigungsproben aufgebraucht. Das ist der Cleanser von Shiseido. Der war nicht schlecht. Ich habe halt noch so viele Reinigungsprodukte, deswegen würde ich mir den jetzt mal nicht nachkaufen. Aber ich bin froh, dass ich den mal ausprobieren habe können. Ich war so, wie wir schon in der neuen Wohnung gewohnt haben, habe ich halt die ganzen Proben versucht leer zu machen, weil ich halt noch keine Gesichtspflege da hatte. Also das war auch so ein Chaos. Deswegen habe ich gerade gelacht, weil mich das daran erinnert hat. Ich versuche ja aktuell, ich nehme auch gleich das andere. Ich habe ja meinen Abschminkbalsam vom Biotherm, was ich ja so liebe, aber was es ja nicht beim Sortiment gibt. Beim Notino gibt es das noch, habe ich gesehen. Vielleicht kaufe ich es mir beim Notino auch noch. Ich weiß es aber noch nicht. Weil das geht ja dann eh aus dem Sortiment. Also muss ich sowieso einen Ersatz finden. Ich habe jetzt schon das von Clinique probiert. Das mag ich nicht. Das ist von der Textur mir zu dick. Also zu fest. Dann habe ich das von Clinique und das von The Body Shop. Und ich mag beide von der Textur nicht. Das hat nämlich so eine weiche Textur. Das ist nicht so hart, sondern es ist richtig angenehm weich und wird dann wie eine Butter auf der Haut. Und ich finde, das von Clinique macht das nicht. Und auch das von The Body Shop, finde ich, macht das nicht. Und deswegen liebe ich das von Biotherm. Ich habe jetzt noch eines in Verwendung und noch ein Backup, was ein bisschen anders ausschaut. Das schaut unten so gold aus, nicht mehr so lila. Ich habe keine Ahnung. Es gibt jetzt noch eins von Estée Lauder, was ich probieren will. Das ist aber teuer bei Müller. Das kostet 50 Euro oder so. Oder ich kaufe... Es gibt, glaube ich, noch irgendeine Variante. Jetzt gibt es eine neue von Clinique. Da überlege ich auch, ob ich mir die kaufen soll. Aber ich hätte die lieber, wenn dann in Probegrößen. So viel zu dem Biotherm-Ding. Ja, ich habe schon wieder leer gemacht und ich traue den extrem hinterher. Ich liebe das nämlich. Ich kann ohne diesen Ding nicht. Und deswegen suche ich einen Ersatz. So, deswegen habe ich hier zwei Proben. Es gibt von Elemis auch so ein Cleansing-Balm. Sehe ich in urvielen YouTube-Videos und ich habe das... Ich weiß gar nicht, woher ich die Proben habe. Ich glaube, sicher von der Vivi oder so. Ich fand das nicht gut. Ich fand das wirklich nicht gut. Das hat mir von der Textur auch nicht gefallen. Das war zwar ein bisschen weich. Ich kann das auch gar nicht beschreiben, wie das Biotherm genau ist. Aber wenn ihr das Clinique kennt, das ist ja ein bisschen fester. Und das Biotherm, da fahrt man mit einem Cremespatel rein. Und das ist so butterweich, das ist echt arg. Das war zwar von der Textur Bombe, aber hat, finde ich, nicht so gut abgeschminkt. Wenn ich noch mein Micellenwasser, also meine Micellenreinigungsmilch verwendet habe, habe ich da noch so viel Dreck runtergekriegt, das fand ich überhaupt nicht gut. Ich weiß nicht, warum da jeder dieses Ding so hat. Dann gibt es ganz neu. Habe ich euch das Elemis eigentlich jetzt in der Nähe gezeigt? So sieht es aus. Also die Probe. Und jetzt gibt es ganz neu bei Müller eine neue Gesichtspflegelinie, die heißt Youth. Sieht so aus. Da gibt es auch so einen Reinigungsbalsam, also so einen Cleansing-Balm. Ich habe den probiert, aber der hat leider meine Mascara nicht runterbekommen.
gar nicht. Also der von Biotherm nimmt es auch jetzt nur so ein bisschen runter, aber das macht nichts. Ich habe eh meinen Augen-Make-up-Entferner noch. Ich habe echt gehofft, dass das so mein Ersatz wird, weil vielleicht frage ich die Filialleitung, ob ich noch einmal eine Probe haben darf. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich will mir dieses 50-Euro-Ding von Estee Lauder nicht kaufen. Ich habe echt keinen Bock drauf. Vielleicht bunkere ich mir das noch von Biotherm, von Nodino, aber es ist echt beschissen. Mit Biotherm bin ich echt auf Kriegsfuß, muss ich wirklich sagen. Das war meine Lieblingsmarke und die haben alles aufgelassen, was ich liebe. Also das ist echt mühsam. Also das würde ich mir auch nicht nachkaufen von den Reinigungsbalsam. Aber kommen wir wieder was zu positiveren Dingen. Augen-Make-up-Entferner. Ihr wisst ja, ich liebe den Clarins Augen-Make-up-Entferner. Diesen Zweiphasen. Ich meine, ich weiß nicht, wie gut ihr das jetzt in dem Video erkennen könnt. Bei dem alten war es ein bisschen besser. Ich liebe den. Ich kaufe mir den immer wieder nach. Es gibt keinen anderen außer den für mich. Ich habe aber einen neuen probiert. Von Lancôme gibt es jetzt aktuell einen neuen Bifacil. Hat einen anderen Namen. Clean and Care heißt der. Der hat so eine grüne Flüssigkeit, wo man mischen muss. Also Gold, nicht grün. Die ist so Gold. Der war okay, aber hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Da bleibe ich ehrlich gesagt lieber bei meinem Clarins. Ist so. Rasierschaum. Ich habe wieder den von Balea aufgebraucht. Den Melone und Drachenfrucht. Ja, also bei Balea nervt mich das halt, dass da jedes Mal eine andere Sorte rauskommt. Eine Sorte mag ich wieder, die andere Sorte mag ich wieder nicht. Dann gibt es wieder eine Sorte, die mag ich, dann gibt es wieder eine Sorte, die mag ich nicht. Also ein Teufelskreis. Ich wechsle ja auch immer zwischen Schaum und Gel. Da habe ich einen Schaum aufgebraucht. Jetzt habe ich gerade aktuell wieder ein Gel in Verwendung. Also ja, es ist okay. Es ist okay. Balea ist ganz okay, was hier Schaum und Gel betrifft. Noch bleiben wir bei Körperpflege. Ich habe da nämlich noch ein bisschen was an Körperpflege. Von Action habe ich ein Peeling aufgebraucht. Das war das Give'em Pumpkin to Talk von Action. Das war ganz okay. Das einzige Blöde ist, ich muss mich halt noch umgewöhnen. Ich habe jetzt aktuell in der Wohnung eine Dusche. Und mir ist da immer Wasser reinkommen, weil ich habe das dann so dämlich gehalten und habe dann nicht gewusst, wohin mit dem Deckel und bin dann so in der Dusche gestanden. Also das war richtig lustig. Wenn mich jemand beobachtet hätte, hätte sich, glaube ich, tot gelacht. So war es ein gutes Peeling, aber ich würde mir ehrlich gesagt keins mehr vom Action nachkaufen. Es gibt so viele andere Peeling, die ich lieber mag. Deswegen würde ich mir das ehrlich gesagt nicht nachkaufen. Aber es war gut. Es war gut. So. Meine heißgeliebte In-Dusch-Lotion ist auch leer geworden von Nivea. Kennt sie eh, brauche ich eigentlich nicht mehr wirklich viel dazu sagen. Kaufe ich immer wieder nach. Immer. Und brauche ich auch immer wieder auf. Duschschäume habe ich zwei leer gemacht. Jetzt sehe ich gerade, dass ich so viele Haare verliere. Von Bilou habe ich die zwei Duschschäume hier leer. Einmal den Lily Love und einmal den Cherry Pop. Ich bin mir noch immer nicht sicher, wie ich die beiden finden soll. Ich weiß es nicht. In der Verpackung hat mir der viel besser gefallen, der Cherry Pop. Deswegen habe ich ihn mir auch damals mal gekauft. Der war in der Verpackung sehr, sehr blumig, aber auf der Haut fand ich es wieder umgekehrt besser. Da hat mir der Lily Love viel, viel besser gefallen als der Cherry Pops. Ich habe auch jetzt gerade aktuell in der Dusche stehen den, wie heißt der, Kirsche, Kokos oder so. Der ist auch nicht so geil auf meiner Haut. Also ich weiß nicht, was mit denen falsch rennt, mit denen Duschschäumen. Ich meine, den Lily Love würde ich mir sogar nochmal nachkaufen. Ich muss ehrlich sagen, ich mag die blumigen. Die blumigen von Bilou viel, viel lieber als diese Big Süßen. Ich meine, der Cherry Pops war schon sehr geil. Ich werde mir sicher eh wieder nachkaufen, ich kenne mich. Aber ich habe noch einen von, ich glaube ein, zwei habe ich jetzt von Balea. Weil da habe ich jetzt schon lange keine Duschschäume mehr gesehen, deswegen habe ich mir die wieder nachgekauft. Weil die alten fand ich ja auch so gut. Da gab es, glaube ich, den Cheesecake oder so. Ich weiß nicht, zwei gab es und die hatte ich nur einmal und dann waren sie weg vom Fenster. Aber sie sind okay, aber ich finde halt 4 Euro auch ein bisschen heftig. Für das, dass sie nur okay sind, da mag ich die Rituals viel lieber. Aber die sind halt so teuer. Ich habe aber hier vom Rituals Adventkalender 2. Ich habe diesen Ying, den habe ich gerade aktuell in Verwendung. Einen schwarzen habe ich noch. Und den Sakura habe ich auch noch. Weil wir gerade bei Rituals sind. Ich habe auch das Duschöl aufgebraucht. Und das fand ich mega. Das schaut so grauslich aus, weil es in der Dusche gestanden ist. Aber ich liebe dieses Duschöl. Besonders das Ayurveda mag ich ja sowieso gerne. Ich glaube, es gibt überhaupt keine Serie, die ich nicht so gern mag.
Vielleicht diese Ying, die mag ich jetzt nicht so besonders. Weil da habe ich den Duschschaum gerade aktuell. Und der ist okay, aber ich würde mir jetzt nicht nochmal nachkaufen. Aber die Ayurveda und die Sakura-Linie liebe ich. Also die Ayurveda war ja im Sommer mein absoluter Liebling. Ich würde mir das Duschöl schon kaufen, aber ich habe noch so viel Zeug. Deswegen erst einmal nicht. Deos habe ich auch zwei leer gemacht. Einmal das Borotalco, das Invisible. Das werde ich mir aber jetzt nicht mehr nachkaufen. Es war ja mein Lieblingsdeo. Ich bleibe aber jetzt aktuell bei dem Biotherm. Bei dem O Pure. Das liebe ich. Das habe ich jetzt gerade aktuell, weil ich habe es im Adventkalender gehabt. Aber das ist so meine günstigere Alternative. Von Sprühdeos habe ich auch eins leer gemacht. Das war das Nivea Black and White Invisible Clear. Das war vom Duft ganz okay, aber ich habe mir das nur eigentlich gekauft, damit ich es in der Handtasche habe. Aber ich habe dann irgendwie drauf vergessen und habe es dann in Bad Ischl nicht mitgehabt und in Budapest nicht mitgehabt, glaube ich. Ja, und jetzt habe ich mir gedacht, okay, das fliegt nur in der Wohnung rum und ich mag das in der neuen Wohnung nicht, wenn ich zu viele Sachen irgendwo rumstehen habe. Deswegen habe ich es leer gemacht und es war okay. Bleiben wir noch bei Duschgelen und Bodylotions und so und Düften, weil ich habe dann nur noch eigentlich Proben und Make-up und so. Also ich kann euch noch auch den Duft von Stefan zeigen, der hat auch einen Duft leer gemacht von Hugo Boss. Das war von Descente Absolut und der ist so geil. Der ist so, so geil. Ich wollte den eigentlich wieder zu Weihnachten schenken, aber die kleine Variante gibt es zurzeit nicht. Die ist nicht lieferbar, das macht mir ganz kirre. Warum kriege ich den nicht auf? Okay, der riecht so mega gut. Der riecht wirklich so, so gut. Aber ich habe ihn jetzt in einen anderen Hugo Boss zu Weihnachten geschenkt. Das Bottled Eau de Parfum, das ganz neue. Und ja, wenn es die kleine Variante gibt, entweder zum Geburtstag oder so wieder, aber er hat eh noch genug Parfums. Also ich rede gerade, oder? Und verbiete ihm, dass ich ihm welche kaufe. Aber egal. So, duschgeltechnisch habe ich auch noch von Tete selbst ein Duschgel leer gemacht und das war wirklich gut. Das war das Hallo Winterpflege Mandelmilch Pflaume. Das war eine Cremedusche. Das war so gut. Ich habe das geliebt. Ich habe das so, so gerne verwendet. Ich war richtig traurig, wie das leer worden ist, weil das war wirklich gut. Aber das gibt es leider nicht mehr. Das habe ich mir damals reduziert gekauft. Ja, ich glaube, jetzt kann ich das Sackerl schon Boden stellen, weil es eh schon so voll ist. Dann habe ich ein Duschgel von Kneipler gemacht, das habe ich mir mal beim Action gekauft. Das war das Aromapflege-Dusche, genieße dein Zuhause, was ja perfekt passt, weil ich mein neues Zuhause so gerne mag. Das riecht so nach Kakao oder so, nach Schoko, Kakao, Pekanuss, Kakao steht da drauf. Das war echt gut, ich habe da Gott sei Dank noch ein Backup, aber ich habe es beim Action nicht mehr gesehen leider, aber es ist gut und ich bin froh, dass ich noch eins als Reserve habe, weil ich will versuchen, meine Winterduschgel ein bisschen zu minimieren, bevor der Winter wieder vorbei ist. Schauen wir mal, ob ich es schaffe. Den traue ich so hinterher. Das war von Elisabeth Arden meine Green Tea Pear Blossom Body Lotion. Die war so geil. Ich habe die so geliebt. So sieht die Verpackung aus. Ihr kennt die, ich habe die euch in einem Favoritenvideo auch, glaube ich, gezeigt. Ich liebe die. Ich habe da Gott sei Dank noch 3-4 Backups oder so. 4 sind es auf jeden Fall, glaube ich. Ich fand die wirklich, wirklich gut. Ich habe die sehr, sehr gerne benutzt. Mir ist die auch gar nicht auf die Nerven gegangen. Ich liebe diese Kügelchen, was da drinnen sind. Ich habe gerade... ich habe gerade aktuell den Always Red Duft in Verwendung und benutze da immer dazu separat die Bodylotion. Die ist fast leer und ich habe Gott sei Dank auch noch von der ein paar Backups, weil die ist mega. Die ist wirklich mega gewesen. Ich finde das so schade, dass die nicht mehr gibt. Das finde ich wirklich schade. Victoria's Secret. Gott sei Dank habe ich das leer. Das war das Love Spell. Für mich ist das nichts mehr. Wirklich nicht. Ich finde, das ist eher so für Dini, so wie die Celine, finde ich. Die 17-jährigen Mädels, die was nur leichten Lipgloss tragen, für die ist das was, aber für mich ist das nichts mehr. Ich bin dafür einfach zu alt. Ich habe es aber ganz, ganz stolz leer gemacht. Das Duschgel fand ich eigentlich gar nicht so schlecht, aber ich glaube, dass das halt schon sehr alt war. Ich glaube, das war... Wie lange ist denn das her, wie ich das gehabt habe? Ich weiß gar nicht, aber das ist so verdammt alt. Das ist wirklich verdammt alt, also... Da war die Konsistenz schon ein bisschen fragwürdig, deswegen, egal wie sehr es mich graut, aber ich muss die ganzen Victoria's Secret mal zusammensuchen und aufbrauchen. Ich kann mir ja den auch wieder
den Victoria's Secret wieder in die Arbeitsstelle entspinnt, weil da ging das Ding urschnell leer. Aber wenn ich ihn daheim verwende, weil ich sprühe halt nicht so oft, wird das halt nicht so schnell leer. Ja. Nachkaufen würde ich mir Victoria's Secret überhaupt nicht. Die schauen auch gar nicht mehr so aus, weil die Duschgel gibt es ja bei uns überhaupt nicht mehr. Und die Victoria's Secret Flaschen schauen gar nicht mehr so aus, sondern die sehen rund und nicht mehr so kantig. Aber ich würde mir das auf gar keinen Fall mehr nachkaufen. Und ich bin so froh, dass ich das leer gemacht habe. Und ich war echt erleichtert, dass das Ding leer war. Weil das würde ich mir nicht nochmal antun. So, dann habe ich von Jimmy Choo was aufgebraucht. Und zwar einmal die Bodylotion von dem Jimmy Choo, I Want Choo, und einmal den Duft. Sieht so aus. Ich hoffe, das habe ich jetzt wirklich dämlich gemacht. So sieht das aus. Also von dem Duft könnt ihr nicht wirklich viel erkennen. Da war so eine kleine Tasche damals dabei, so eine glitzernde. Ich finde die urschön. Die habe ich sogar noch irgendwo rumfliegen. Aber der Duft war wirklich gut. Das war ein wirklich genialer Duft. Ich werde mir diese Miniatur auch aufheben, damit ich hin und wieder einen Duft schnüffeln kann. Das einzige Blöde ist, jedes Mal, wenn ich den Duft gesprüht habe, habe ich einen riesen, megamäßigen Niesanfall bekommen. Das kriege ich normalerweise nur bei Lancôme-Düften, aber bei dem hatte ich es leider auch extrem, was ich urschade fand, weil ich mochte den Duft so gerne. Deswegen habe ich auch so gern die Bodylotion verwendet. Die war mega, ich liebe die. Die war so, so gut. Die gibt es gerade aktuell auch noch zum Kaufen. Ich habe von Chanel Proben aufgebraucht. Das war irgendwie kein deutscher Satz. Von Chanel habe ich Proben aufgebraucht. Einmal die Creme und einmal das Serum. Von dieser Number One Linie. Ich weiß nicht, ob ihr die schon kennt. Da konnte man sich auf Facebook online registrieren und dann hat man die Proben zugeschickt bekommen. Ich fand das so geil. Da war sogar so ein Samttäschchen dabei. Ich glaube, das habe ich sogar noch. Das war mega. Also die war mega gut, die Creme und das Serum. Ich habe das lustigerweise verwendet, wie die erste Nacht da verbracht haben. Habe ich das benutzt, weil ich halt was Kleines nur mitnehmen wollte, weil im Badezimmer nicht so viel Platz war. Weil ich ja noch keine Möbel da hatte im Badezimmer. Jetzt habe ich schon einen Spiegelschrank, einen kleinen Kasten auf der Seite neben dem WC habe ich schon. Also es fehlt noch natürlich viel, aber ich konnte halt die großen Diegel nirgendwo hinstellen, weil das braucht ja nur blöd runterfliegen und dann ist das Ganze kaputt. Aber die fand ich wirklich gut. Die fand ich wirklich gut. Ich würde sie mir halt nicht nachkaufen. Ich bin böse und habe mir von Chanel was anderes nachgekauft, und zwar die Augencreme, die ich ja so gerne mochte. Das ist schon mein Vorgeburtstagsgeschenk, glaube ich. Ich werde auch vielleicht heute mir noch die Zeit nehmen und ein paar Augencreme noch aussortieren, die ich gar nicht verwenden werde, weil das bringt ja dann auch nichts mehr. Aber die fand ich nicht schlecht. Ich würde es mir nicht nachkaufen, weil die sind so teuer, die Sachen. Aber die fand ich echt nicht schlecht. Bleiben wir noch bei Pflege. Ich habe von Clinique die 72 Stunden Feuchtigkeitspflege aufgebraucht. Ja, die ging ganz schön schnell leer, weil da waren nur 7 Milliliter drinnen. Die riecht ja eigentlich neutral, weil sie ja auch parfümfrei ist, Clinique. Ich finde sie okay. Sie haut mich jetzt nicht vom Hocker. Ich versuche es jedes Mal aufs Neue. Ich habe auch noch einen Diegel davon, aber ich glaube, die heißt ja jetzt 100 Stunden feuchtigkeitsspendende Pflege. Ja, also mir gibt sie das nicht, was ich gerne hätte, wie damals von Biotherm, was mich so traurig macht, aber was will man machen? Biotherm hat ja, habe ich ja vorher gerade erwähnt, alles von mir auflassen. So. Das ist mein Kühlschrank. Danke. Ich glaube, ich muss das Wasser nachfüllen. Der produziert nämlich gerade Eiswürfel und der klingt nur so laut, wenn er keine Eiswürfel machen kann. Und ich glaube, das Wasser ist leer. Also, nur mal kurz nebenbei, weil das so laut war. Noch ein paar Make-up-Produkte, die ich leer gemacht habe. Ich habe zwei Mascaras aufgebraucht. Heute sind die Deutschen nicht so mein Fall. Einmal die Benefit Bang und einmal die Happy Go Lash von Body Shop. Ich fand beide schrecklich. Die Bang habe ich sogar geschenkt bekommen. Ich finde die nicht gut. Beide nicht. Ich habe jetzt gerade die von Yves Saint Laurent drauf und die liebe ich. Die würde ich mir sogar nachkaufen, wenn ich nicht so viele Mascaras hätte. Die will ich heute nämlich vielleicht auch aussortieren und nur noch die behalten, die ich auch ausprobieren will, und dann den Rest verschenke ich, weil was soll ich damit? Es kommen eh jetzt laufend Geburtstage, also weg damit. Die fand ich beide nicht gut.
würde ich mir beide nicht nachkaufen. Was ich gut fand, wo ich Gott sei Dank noch sehr, sehr viele Backups habe, ist von Miss Lean das Brow Friends Forever Augenbrauengel. Da ist jetzt noch so ein bisschen so ein ranziges Gumper drinnen. Deswegen habe ich es aussortiert auch. Also es ist für mich aufgebraucht, ganz einfach. Warum soll ich mich da mit dem ranzigen Ding abkämpfen, wenn ich noch 5, 6, 7 Stück habe? Also für mich ist es aufgebraucht. Ich liebe es noch immer, aber das gibt es ja nicht mehr. Dann habe ich von Asam einen Kajal aufgebraucht. Ganz schlichter schwarzer Kajal. Das war halt so eine Mini-Variante. Die habe ich mir zu Weihnachten mal ausgesucht. Die war ganz okay. Aber ich glaube, ich würde mir den... Es ist ein schlichter schwarzer Kajal. Da geht eigentlich jeder. Mein letztes. Und von dem war ich mega angepisst. Da haben wir wieder das Thema von diesen 17-jährigen Mädels, die nur transparente Lippenstifte verwenden, also die was keine Farbe haben, nicht so wie ich den pinken heute, oder leichtere Düfte verwenden. Das ist dieser ganz, ganz gehypte Clinique Black Honey Lippenstift. Der war total furchtbar. Der war wirklich furchtbar. Da ist vielleicht noch ein bisschen was drinnen, aber ich wollte mich nicht mehr abquälen. Ich war froh, dass ich überhaupt das Ding leer gemacht habe. Ich glaube, da war so viel drinnen oder so. Ich habe den mal von einem Adventkalender gehabt von Clinique. Die Verpackung war irgendwie hübsch mit diesem dunklen Farbton und nein, einfach nein. Ich habe den mit einem Lip Liner drunter versucht. Durch das, dass der mir so schnell verschwunden ist, musste ich ihn alle paar Minuten auftragen. Und mich nervt das. In der Arbeit kann ich das nicht brauchen, dass ich alle 5 Minuten im Spiegel schauen muss, weil da habe ich andere Sachen zu tun, als mich dauernd alle 5 Minuten im Spiegel anzugaffen. Nein, finde ich nicht gut. Nein. Er verschwand sehr schnell, dann habe ich es mit dem Lip Liner drunter probiert, da ist richtig der Lip Liner vom Lippenstift aufgefressen worden und das ist in der Mitte alles verschwunden, also war mega furchtbar. Dieses Ding würde ich mir auf gar keinen Fall nachkaufen. Das finde ich ganz, 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 ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Nein, wir haben so viele in der Filiale, weil ich habe ihn auch nur benutzt, weil ich wusste, wir haben ihn und ich wollte ihn eigentlich verkaufen, aber der war immer weg, wenn ich mit Kunden gesprochen habe, also hat das nicht wirklich viel gebracht. Würde ich mir niemals nachkaufen, war ganz, ganz furchtbar. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich weiß, die Lichtverhältnisse sind neu, alles ist ein bisschen neu. Ich werde auch anschließend noch ein Kerzenaufgebraucht-Video drehen, weil das wollte ich eigentlich in das Video packen, aber ich werde das extra drehen, weil mich dann ein paar gefragt haben. Ihr könnt gerne entscheiden, ob ihr aufgebraucht von Kerzen noch sehen wollt oder nicht, aber ich werde das jetzt mal abdrehen und dann schauen wir mal, ob es jemand schaut. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Schreibt es mir mal in den Kommentaren, wie ihr das Licht findet. Und das heißt, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!